Willkommen zurück zu Baro. Wir legen direkt los. Ach, wir haben auch Schutzzeit, ne? Scheiße. Okay. Das ist jetzt, dass wir uns nicht bewegen können. Und dann können wir uns umgucken, ob hier jemand auf dem Server ist. Aber ich bin alleine. Ich bin extra früh auf, direkt nach 12 Uhr. 12 Uhr 18 haben wir jetzt. Ich hoffe einfach mal, ich habe auch. Wir müssen halt jetzt jedes Mal immer, wenn wir reinjoinen, vorher ein X. Wieso habe ich hier nur so wenig Minuten jetzt? Ein X reinschreiben in den Chat, in Skype, in die Skype-Konfi, damit die anderen, die uns snipen wollen, uns nachjoinen können. Wir müssen es 3 Minuten vorher machen, bevor wir reinjoinen. Habe ich gemacht. Keine Antwort bis jetzt. Und auf dem Server ist auch keiner. Ich hoffe einfach mal. Hier kommt auch keiner mehr. Ja, also ich möchte jetzt nicht unbedingt mich hier mit jemandem anlegen. Ja, nichts mehr. Ziel dieser Aufnahme ist es einfach, ich nehme es, ich bin auch ein bisschen in Stress gerade. Ziel ist es einfach jetzt ein bisschen wegzukommen von den alten Koordinaten. Um uns irgendwo anders eine Base aufzubauen. So, jetzt haben wir noch 12 Minuten. Anna müssen 3 Minuten vorher schreiben. Das heißt, in 10 Minuten, um hinzukommen, mich zu snipen. Wir müssen noch wieder runterbauen. Ja, das müsste eigentlich in der Folge machbar sein, dass sie mich nicht kriegen. Ich meine, jetzt bin ich bin nicht schlecht ausgerüstet mit meinem Eisenschwert schon. Ich weiß nicht, wie gut die anderen sind. Wie gesagt, die Folgen kommen erst heute Abend. Deshalb konnte ich da noch nicht reinschauen. Wir sind jetzt dann erst in nächster Folge, kann ich dann erst gucken, wie weit die sind. Und ja. Scheiße. Ihr werdet jetzt nichts sehen. Ihr habt nichts gesehen wahrscheinlich. Das ist ein bisschen blöd von mir jetzt. Ich hatte das vergessen zu sagen während der Aufnahme, dass es für euch wahrscheinlich dunkel sein wird. Das Problem bei mir ist, ich nehme halt mit heller Brightness auf. Und sehe dann halt dementsprechend mehr. In der Aufnahme sieht man das aber nicht durch Fraps halt. Deshalb werdet ihr eine Zeit lang schwarz sehen. Ich hatte halt auch noch keine Kohle, um euch Fackeln zu machen. Deshalb entschuldige ich das im Nachhinein nochmal eben. Dass ihr damit. Ups. Dass ihr nichts gesehen habt. Ich werde da jetzt gucken, dass ich das so häufig wie möglich ausleuchte, aber falls ich mal nicht dran denke, in einem Fight oder wenn ich abhaue oder sowas, dann tut es mir leid. Ihr werdet ja, denke ich mal, am Sound her und an meiner Reaktion sehen, was gerade los ist oder was Spannendes ist. In der letzten Aufnahme, wo es halt so dunkel war, bin ich eh nur runtergelaufen. Also ich hatte einfach nur unten gegraben, von daher habt ihr da nichts Spannendes verpasst. Ich erkläre da nur ein bisschen was. Von daher habe ich das nicht rausgeschnitten, auch kein Zeitraffer. Wir dürfen rausschneiden. Das wurde uns so angegeben. Also wir dürfen 1 Minute rausschneiden und 3 Minuten Zeitraffer machen. Das werde ich vielleicht machen, also manchmal machen, aber hauptsächlich nicht. Ihr wisst, dass ich eigentlich so nicht, sag ich mal, arbeite. Dass ich eher so der bin, der euch den ganzen Content gibt, weil es halt eigentlich das ist Let's Playen halt, ne? Also die alte Standardart des Let's Plays ist halt so. Von daher werde ich da jetzt nicht unbedingt, sag ich mal, hinterher sein, für euch das zu schneiden. Vor allem, weil es einfach, sag ich mal, ich finde es immer so ein bisschen blöd, man will das ganze, den ganzen Content sehen, das ganze Battle. Auch wenn es langweilig ist, man redet ja trotzdem und man findet Sachen und man ist dann ja ein bisschen mehr mit dabei, wenn man nicht rausschneidet. Von daher werde ich das drin lassen. Okay. Gut, Eisen ist gut. Oh, man kann nicht mal wenig Eisen. Das ist sehr gut. Zack. Mal mit rein, ja, komm, das lassen wir mal laufen. Jetzt haben wir noch 10 Minuten knapp. Ja, wir kommen recht weit. Also, wir haben jetzt ein bisschen Eisen gefunden. Wir werden jetzt noch weiter graben hier unten.
Essen haben wir auch noch genug. Wir haben noch nichts verloren, weil wir nicht rennen. Wir haben noch 7 Steaks, also damit müssen wir erstmal gut durchkommen. 8 Level haben wir schon. Wie gesagt, ich werde die ganzen Kohle-Reds noch alles mitnehmen, weil ich halt die Level brauche. Mal einen Stick da mal reinhaben. So. So, werden wir mal hier zurückgehen. Nicht rennen. Die Zeit müssen wir uns auf jeden Fall nehmen. Ich will jetzt nicht unbedingt nötig Essen verschwenden dafür. So. Und ja. Es waren jetzt 20 Sekunden, die kann man darauf kann man ja ein bisschen verzichten, sag ich mal. Okay, 19 haben wir schon mal. Das heißt, wir können schon mal Rüstungsteile bauen, die natürlich sehr wichtig sind. 20, so. Auf jeden Fall erstmal ein Harnisch. Also eine Brustplatte. Die gibt natürlich am meisten. Dann noch Hose. Hallo? So. Und ein Helm. So, das ist schon mal sehr gut. Und jetzt haben wir, guck, wir haben sogar genug für Schuhe. Das heißt, wir haben Full Eisenrüstung. Das ist echt gut für die zweite Folge. Also für meine Fälle ist zumindest. Ich weiß nicht, wie die anderen sind. Wahrscheinlich haben die schon Dia-Schwert oder sonst was. Ich werde jetzt hier erstmal weitergraben und gucken, dass ich auf jeden Fall auf Dia raufkomme. Zumindest Dia-Schwert ist auf jeden Fall das A und O, sage ich mal, für mich. Ja. Dann werden wir gucken. Oh, geil, Alter, Leute. Ey, das ist echt gut für die erste Folge, für die zweite Folge. Also, ich wollte erst sagen, dass wir noch ein bisschen unten bleiben, bis wir Dias haben. Aber wir haben ja schon 2 Diamanten. Und dann würde ich sagen, wir gehen in der nächsten Folge auch schon hoch. Ein bisschen Essen farmen und gucken, dass wir ein bisschen Zuckerrohr bekommen, damit wir Bücher bekommen, damit wir ein... Komm, sagt schon, wie heißt das? Damit wir verzaubern können für eine Zauberbench, wollte ich schon sagen. Für einen Verzauberungstisch. So, Mensch. Emerald, ja, vielleicht können wir mit jemandem handeln. Das kann auch, also mit so einem, nicht mit irgendjemandem, sondern halt mit, sagt schon, wie heißt das? Ich komme gerade nicht auf den Namen, verdammt. Mit einem Villager. Mann, ey. Echt hier gerade kompliziert alles. So, haben wir, haben wir, haben wir. So, zack, 1, 2. Okay, wir haben noch 6 Minuten. Also, wir sind echt gut dabei. Also, das kann man jetzt nicht verneinen. Ich werde versuchen, auch in den nächsten Folgen. Ich bin nicht so der offensive Spieler, wie ihr vielleicht wisst. Ich lasse es lieber auf mich, zu mir zu hinkommen, weil, sage ich mal, die halt aktiv nach welchen suchen, die sind halt auch nicht so am Farmen, dass sie halt eine gute Equip haben. Sie sind halt darauf aus, schnell jemanden zu finden, damit die den Wohnung-Equip halt direkt snipen können. Ich bin eher so der sich lieber ausrüstet und wenn ich full-equipped bin, rausgehe. Da ich jetzt aber schon echt gut dabei bin, werde ich jetzt in der nächsten Folge zwar so aufnehmen, dass wenige darauf sind oder am besten gar keiner, damit ich trotzdem verzaubern kann, weil, ne, ist halt schon geiler, ein Sharpness Diamantschwert zu haben als ein normales Diamantschwert. Von daher immer ein bisschen passiver bleiben. Ich weiß nicht, was die anderen für eine Taktik fahren, ob die voll auf Angriff aus sind oder was die so vorhaben. In den Nether werde ich nicht gehen. Ich werde mir keine Heiltränke machen oder sowas. Ich habe nie mit Heiltränken gearbeitet. Seitdem ich Minecraft spiele, noch nie. Von daher werde ich da jetzt auch nicht anfangen mit. Vor allem, weil ich mich dann erstmal reinlesen müsste, was und wie, sag ich mal, ein Heiltrank geht. Von daher werde ich das auch rauslassen. Ich werde einfach auf Verzauberraum gehen und gucken, vielleicht finde ich ja irgendwie ein Dorf irgendwo, wo man handeln kann. Was ich eigentlich bezweifeln werde, dass man das drin gelassen hat.
kann ich eigentlich nur mal ein bisschen Stein braten. Blopp. Solange ich hier bin. Und okay, zack. Nächste. So, dann haben wir schon mal. Wir hätten jetzt noch schon einen neuen Level, damit können wir schon einiges anfangen. Und es fehlt uns eigentlich nur noch viel Eisen. Für eine Eisen und Diamanten fehlen uns vor allem auch noch. Diamanten für eine Diamant-Spitzhacke. Die kommt als nächstes für, damit wir Obsidian farmen können. Was natürlich wichtig für den Verzauberungstisch ist. Dann Eisen für den. Wie heißt das Ding denn nochmal? Hier Schmiedbrett oder wie das da heißt? Wie heißt das denn nochmal? Mensch. Ich komme da nicht auf den Namen. Ihr wisst, was ich meine, oder? Da, wo man, wo die früher die Schmiede ihre Schwerter draufgehauen haben. Mann, wie heißt das denn nochmal? Ich komme auf den Namen nicht. Irgendwas mit B. Barbie, Boop. Egal, ihr wisst, was ich meine. Dafür brauche ich auch ganz viel Eisen. Von daher wird es hier erstmal noch ein bisschen weiter unten gefarmt, nachdem wir oben Essen geholt haben. Und Zuckerrohr, was man natürlich anbauen kann. Der Vorteil daran. Okay, da ist nichts mehr. 3 Minuten haben wir noch. Das ist gut, viel erreicht. Keiner ist gekommen. Die werden auch nicht mehr schaffen. Also 3 Minuten vorher, bevor man jump, muss man machen. Also die könnten jetzt vielleicht das X in die Skype-Konfig reinschreiben, aber das würde ihnen halt nichts mehr bringen. Weil die werden nicht in 12 Sekunden bei mir sein und mich killen. So, ich habe einen Zombie. Wir hätten auch den einen Zombie suchen können. Wenn er eine Höhle war, wäre das ganz praktisch eigentlich. Aber naja, so haben wir jetzt Diamanten gefunden. Eisen finden wir gerade auch wieder gut. Von daher will ich mich jetzt eigentlich nicht beklagen. Redstone für Level. Wir haben schon Level 10 jetzt. So. Kohle auf jeden Fall mitnehmen. Für weiterhin für Level. Und an Kohlevorkommen können manchmal auf die Zone Höhe auch Diamanten hängen. Was natürlich noch mehr gelegen kommen würde. Ich habe gerade noch ein bisschen Panik, dass ich auf die Höhle stoße. Weil der Zombie hört sich nämlich recht nah an. Und das Wasser auch. Naja, bauen wir es hier erstmal weiter ab. Nicht, dass er mir jetzt hier rum runterfällt. Das war ein bisschen Bad Luck. Oh, dann nochmal Eisen. Also sehr ertragreich hier gerade. So, wir nehmen schon 2 Minuten auf. 2 Minuten, nein, nicht 2 Minuten auf. Noch 2 Minuten haben wir Zeit. Das Eisen nehmen wir noch mit. Auf jeden Fall. So, dann gehen wir zurück. Scheiße, wo war das denn jetzt? Ich bin sogar schon gelaufen. Krasse Sache. Obwohl brennen werden wir, obwohl 4 schaffen wir noch zu brennen. Das kriegen wir noch hin. Das Stecken, was ist das da hin? Die Dinger brauchen wir eigentlich gar nicht. So, das Holz kommt dahin. Ein bisschen aufräumen hier. Ich bin ja immer so ein Freund, der ein ziemlich aufgeräumtes Inventar hat. Das kann ich bei den anderen Let's Plays zum Beispiel gar nicht abhaben, wenn ich welche sehe, die dann so richtig unordentlich sind. Ja, das ist für mich immer ein richtiges No-Go. Weil es halt für den Zuschauer auch so ein bisschen ist so, ja, wo ist wo da? Und dann regt man sich drüber auf, weil der Spieler das nicht findet in der Hektik und sowas. Von daher bin ich da ein bisschen safer. Zack, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Bam, 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 bam. Okay. Also 64 haben wir. Hier brennt noch der Tier. 30 Sekunden noch. Ich werde schon mal das anmachen, weil wir müssen ja immer die Koordinaten angeben. Ja, wir gehen auf Screenshot F2. Ich werde mich hier auch nicht wegbewegen. Von daher, ich kann das hier mal eben zubauen so ein bisschen.
So, ich werde in 10 Sekunden gekickt. Nehme ich das mit raus, das nehme ich auch mit raus. Zack, zack, zack. Das raus, das raus. Und das war's auch schon wieder. So, oh Scheiße. Okay, boah. Wir haben viel erreicht, Leute. Diese Runde war echt, echt gut. Nächste Runde werde ich dann noch ein bisschen unten sein, ein bisschen Eisen farmen. So, bei der Hälfte gehen wir hoch. Wir werden dann ein bisschen Essen holen, auf jeden Fall. Essen ist wichtig, falls wir uns wieder eingraben müssen. Ein bisschen Holz noch, aber nur noch ganz wenig, weil wir haben recht viel sogar. Und auf jeden Fall Bambus finden. Und ja, ich würde sonst sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Bis morgen. Lasst eine Bewertung da, wenn euch das gefallen hat. Bis dahin. Ciao, Leute.